Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin und ich möchte mit dir heute mal über die drei häufigsten Fehlannahmen über hochsensible Menschen sprechen. Es ist für mich sehr wichtig, immer wieder über die Hochsensibilität zu informieren, wie sie aussieht, wie wir denken, dass sie vielleicht aussieht, aber dann doch nicht aussieht, damit einfach das Wissen darüber sich verteilt. Das machen ja ganz viele andere und auch natürlich viel größere Kanäle auch. Und das ist auch super wichtig. Bei mir ist der Fokus natürlich besonders auf den hochsensiblen Kindern und das flechte ich natürlich auch immer mit ein. Ich verlinke dir hier mal meine Hochsensibilitäts-Playlist. Da sind schon ganz viele Videos, wo du entweder über deine eigene oder über die Hochsensibilität deines Kindes etwas erfahren kannst, auch Hilfen, Hinweise, wie man im Alltag damit umgehen kann und wie man auch mit den, ich nenne sie jetzt mal Schwachpunkten von hochsensiblen Menschen umgehen kann. Und für die Kinder habe ich auch schon ein Buch geschrieben, das Handbuch für hochsensible Eltern in Zeiten des Wandels, Händchen in Hand. Das heißt auch so wie das Lied Händchen in Hand, was ich mal geschrieben habe und auch sogar im Studio aufgenommen habe. Da freue ich mich auf jeden Fall auch, wenn ihr mal vorbeischaut. Und jetzt springen wir mal rein. Also, die erste Annahme ist, hochsensible Menschen sind Mimosen. Sie sind nicht belastbar. Sie halten nichts aus. Und ja, das kennt ihr bestimmt alle. Und ich bin der Auffassung, natürlich nach der Arbeit mit vielen Hochsensiblen im Coaching, natürlich auch zieht man ja immer das an, was man selber ist, wenn ich mit vielen hochsensiblen Menschen einfach immer im Austausch bin. Und meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht immer der Fall. Das kann natürlich sein an falscher Stelle, ja. Ja, also Hochsensible sind sehr, sie fühlen sehr tief und sie fühlen natürlich auch, wenn irgendwie ihnen was übergestülpt werden soll, wenn ihnen was aufgezwungen werden soll und da Hochsensible auch oft sehr brav sind und nicht so richtig gelernt haben, ihre Grenzen zu setzen, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ist es ein Problem und dann können sie manchmal so wirken, als wären sie vielleicht schwächlich, ja, weil sie einfach nicht sagen, was Phase ist und dass ihnen das gerade überhaupt nicht passt, weil sie sich das nicht trauen manchmal. Aber ich denke, wenn sich Hochsensible selbst etwas wählen, ja, wenn sie wirklich selbst gewählt haben, das möchte ich machen, dann sind sie auch hart im Nehmen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder Hochsensible an irgendwas zerbricht, ja, und dass er das nicht aushalten kann. Ich denke, es ist bei Hochsensiblen wichtig, dass dieses selber wollen und die Leidensfähigkeit sind dann kongruent. Also wenn ich wirklich irgendwas will, also sei das jetzt, wie es in meinem Fall war, der Zahn muss raus. Oder sei das, ich will jetzt aber diesen Marathon schaffen. Ja, egal wie. Und dann können die Hochsensiblen auch super mit Schmerzen umgehen oder mit schwierigen Situationen oder mit überfordernden Situationen, wenn sie sich selber drauf einlassen. Und sie werden eben weinerlicher, wenn irgendwas und gerade auch bei Kindern ohne Erklärung mit ihnen passiert, ja. Hochsensible hinterfragen gerne und verstehen gerne. Das heißt, wenn manchmal zum Beispiel Ärzte oder so dir nicht genau sagen, was sie machen, um dich vielleicht zu schonen, ja, um dir einen Gefallen zu tun und dann wird irgendwas gemacht und du weißt nicht, was es ist und dann bist du wehleidiger als jemand anderes. Ja, das ist einfach dem geschuldet, dass wir dann uns übergangen fühlen und dass wir uns übergriffig behandelt fühlen. Und dann, ja, dann würde ich sagen, dann können Hochsensible auch ein bisschen dazu neigen und eben, wie ich schon gesagt habe, nicht gefragt zu werden. Ne? Oder wenn sie zu etwas, mit etwas leben müssen, entschuldigt bitte, was sie nicht selbst gewählt haben. Also das ist auch für Hochsensible immer eine schwierige Sache. Zum Beispiel Schulbesuch, zum Beispiel Kita-Besuch. Also wenn der Hochsensible nicht selber hinter dem steht, was er tut, dann überfordert ihn die Situation. Es ist nicht so, dass er dann vielleicht dieses Überforderte spielt. Es überfordert ihn dann
weil es überfordert ihn die Situation dann einfach, weil er einfach, er braucht dieses Körper, Geist und Seele, ja, also er braucht wirklich, um sich wohlzufühlen, auch das eigene Ja zu etwas. Und das ist meine Meinung, das ist für Hochsensible noch wichtiger, weil sie eben noch mehr spüren, wenn sie selber überrannt werden, wenn sie überrumpelt werden oder wenn sie irgendwas machen sollen, was sie nicht verstehen. Ja, dann zweite häufigste Fehlannahme. Wer hochsensibel ist, ist in jedem Bereich gleich hochsensibel. Beziehungsweise werden dann immer Projektionen auf den Hochsensiblen gebracht, die quasi annehmen, du bist so hochsensibel. Das musst du doch jetzt gemerkt haben. Das musst du doch jetzt gefühlt haben, ja. Aber da würde ich sagen, jein. Also natürlich sind hochsensible Menschen in der Regel in allen Bereichen so, dass sie die Informationen tiefer aufnehmen und dass sie auch mehr davon aufnehmen. Ja, also dass sie einfach ihre Antennen weiter ausgefahren haben als normalsensible oder sensible Menschen und deswegen einfach auch generell dazu neigen, tatsächlich in allen Bereichen etwas aufmerksamer zu sein und dass ihnen tatsächlich auch in vielen Bereichen Dinge nicht entgehen, die vielleicht anderen Leuten entgehen, weil sie einfach rausgefiltert werden. Ja, und es ist aber tatsächlich so, es gibt einfach verschiedene Ausprägungen der Hochsensibilität und es gibt tatsächlich Kinder, die vielleicht sehr sensibel reagieren, wenn der berühmte Hosenbund kratzt oder das Etikett am T-Shirt oder wenn der Strumpf nicht richtig angezogen ist oder Gott bewahre, ein Haar zwischen den Zähnen ist, wenn man die Strümpfe angezogen hat, kann ja mal passieren, ja, gerade in der Waschmaschine verwickelt sich das manchmal so. Ja, aber dann stört sie es nicht, wenn es laut ist, ja, aber es gibt auch Kinder, die stört die Lautstärke und die sind gar nicht so taktil empfindlich, ja. Also da habe ich auch in meinem Buch eben für die Eltern nochmal ganz genau diese einzelnen Bereiche beleuchtet, wo ihr da auch nochmal nachlesen könnt. Und ich verlinke euch mal unter dem Video in der Beschreibung den Digistore-Link, weil der nämlich auf der Homepage ein bisschen versteckt ist. Genau. Aber es ist tatsächlich wirklich so, dass wir nicht davon ausgehen können, wenn ein Kind hochsensibel ist, dass wir dann erwarten, dass es in jedem Bereich hochsensibel ist. Ja, das ist einfach so. Das ist wie bei Hochbegabung. Kinder sind meistens nicht immer in allen Bereichen hochbegabt. Ja, und das macht es natürlich auch nicht immer einfacher. Aber genauso ist es auch bei der Hochsensibilität. Wir haben da verschiedene Ausprägungen und das macht es natürlich in einer Familie mit lauter Hochsensiblen noch schwerer übereinzukommen, als wenn ein, zwei Normalsensible dazwischen sind. Das ist einfach so, weil jeder dann seine Gedankenschleifen hat und seine Muster hat und seine Problemchen hat. Und wenn das nicht die gleichen sind, versteht man den anderen manchmal nicht, ja? Weil gerade auch Hochsensible gerne davon ausgehen, dass die ganze Welt so fühlt wie sie selbst, ja, und das langsam zu erkennen, nein, es gibt nicht Menschen, also es gibt Menschen, die sehen das auch anders als ich oder es sind nicht alle Menschen genauso gestrickt wie ich. Das ist ein ganz großer Durchbruch, immer für alle Hochsensiblen. Und ja, frag dich am besten mal, wie das bei dir ist, ob du auch häufig davon ausgehst, dass alle so tief empfinden wie du oder dass alle ein Problem mit den Dingen haben, an denen du vielleicht Anstoß findest, ja? Genau, also das war Nummer 2 und jetzt kommen wir noch zur letzten Nummer 3, dass Hochsensible immer leise sind und immer introvertiert. Ich glaube, ich habe das hier auf diesem Kanal schon des Öfteren gesagt, dass es natürlich introvertierte und extrovertierte Hochsensible gibt und die Extrovertierten noch mehr in Anführungsstrichen zu leiden haben, weil sie einfach oft verkannt werden und weil ihre Hochsensibilität nicht so berücksichtigt wird, wie vielleicht bei schüchternen Kindern, zurückhaltenden Kindern, wo man vielleicht automatisch auf ihr Wesen sensibler reagiert, weil sie einem sozusagen spiegeln, oh, ich bin schüchtern, ich bin ein bisschen unsicher. Und wenn aber so ein extrovertiertes, hochsensibles Kind auf Leute zugeht, dann kann es tatsächlich sein, dass es manchmal ein Echo bekommt, was es dann aber trotzdem
sensibel verarbeitet, hochsensibel verarbeitet, ja. Also es ist nicht tatsächlich nicht immer so, dass Hochsensible immer leise zu sein haben, weil sie sind ja so sensibel und sie machen ja überhaupt keinen Ton und so weiter. Das ist überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, gerade bei Lehrern ist das einfach eine typische Fehlannahme. Ja, dieser Spruch, ja, vorhin war es dir noch zu laut und jetzt bist du selbst zu laut, ne? Und das verstehen dann viele nicht. Aber es ist auch natürlich gerade bei Hochsensiblen auch so, dass wenn sie so viel aufnehmen, sie sich dann auch mal wieder entladen müssen. Und das machen sie nicht immer leise, ja. Und deswegen haben wir auch manchmal aggressive Reaktionen bei vor allem nicht erkannten hochsensiblen Kindern, die sich einfach manchmal nicht anders zu helfen wissen und dann eben auch lautstark reagieren oder auch mal schreien oder eben auch mal einen Wutanfall haben, ja. Und das sind diese drei Dinge, die ich empfinde, die immer noch irgendwie in der Gesellschaft nicht richtig angekommen sind. Hochsensibilität ist einfach nicht, wie soll man sagen, das ist nicht diese eine Art und Weise zu sein. Das ist einfach eine andere Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, mit weniger Filtern, mit tieferer Verarbeitungsebene. Und das äußert sich allerdings bei jedem Hochsensiblen ganz individuell und ja, da dürfen wir wieder sehen, dass es einfach schön ist, wenn wir alle unterschiedlich sein dürfen und dass wir auch einfach jetzt mal anfangen sollten, anstatt immer die Schablone auf irgendwas zu legen, so musst du jetzt sein, individuell auf unseren Mitmenschen einzugehen. Wie bist du? Was kränkt dich? Was freut dich? Ja, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich mit dir gut zusammen arbeiten oder dich begleiten oder wie auch immer, in welchem Verhältnis du auch immer zu dem Hochsensiblen stehst. Oder als Hochsensibler kann man dann auch mal diese drei Fehlannahmen klarstellen. Weil häufig ist es so, dass die Hochsensiblen sogar noch denken, ja, das stimmt, vielleicht bin ich ja gar nicht hochsensibel. Jetzt war ich ja wirklich laut und ja, vielleicht war das alles nur Quatsch mit der Hochsensibilität, ja. Und da wollte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn mir das gelungen ist, dann gib mir gerne ein Like, teil gerne das Video. Und ich freue mich natürlich immer über Abos, freue mich auch über kleine und große Spenden. Und wenn ihr mehr Unterstützung braucht, mehr Hilfe braucht in eurem Alltag, dann verlinke ich dir mal hier oben alles zum Coaching. Da könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und wir vereinbaren einen Termin. Und dann können wir ganz gezielt individuell über dein Problem sprechen. Ja, ganz viel Kraft. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia. Ciao.